ich liebe die abstrakten Expressionisten. Also, wenn's im Museum hängt, ja, ich kann trotzdem überhaupt nichts erkennen, irgendwie. Nur Krickelkrakel. Eine schöne, geschwungene Linie. Also hier. Da hat er wohl Parkinsons, Schüttellähmung gehabt, ja? Siehst du kannst ja doch was erkennen. Aber nicht so richtig. Und kein Haus oder kein Mensch oder kein Auto. Aber du siehst, dass sich was regt und bewegt. Aber nichts Richtiges. Also, naja, irgendwas ist da schon. Mhm. Obwohl es ja ein ruhendes Bild ist, kein Film. Man kann natürlich erkennen, wie es durch Bewegung entstanden ist. Also Bewegung ist sozusagen in der Form geronnen, wenn dir was sagt, ja. Das hast du schön gesagt. Du bist dran. Naja, ich führe diese Diskussion hier schon fort, ja, also diese Kunstdiskussion. Also vielleicht verstehe ich ja doch etwas von abstrakter Kunst im 20. Jahrhundert. Also nicht, dass du hier denkst. Ja. Aber die Formulierung, die du gebracht hast, die ist deutlich älter. Ne? Weil Josef Schelling, 19. Jahrhundert, weißt du? Ich glaube, der sagte, Natur ist geronnener Geist. Schelling muss man kennen, ja. Mhm. Gab's damals schon sowas wie abstrakte Kunst? Nö, er hat so einen Geist und seine Kräfte und Bewegungen in der Natur wirken sehen, weißt du? Na, Natur wirken sehen, weißt du ja, Alf. Also, ja, wie denn das? Na, Natur wirken sehen, wenn ich das schon höre, ja. Zum Beispiel im Magneten, mhm. Ne? Da sind anziehende und abstoßende Kräfte untrennbar miteinander also, verbunden. Also, was hat das jetzt mit Geist und zu tun? In der Elektrizität sind dann die beiden Kräfte getrennt. Aber was hat das? Und das ermöglicht dann die Chemie mit ihren dauerhaften Stoffen. Da sind die Kräfte zum Gleichgewicht gekommen, zum Stillstand. Jetzt kommt's. Zuhören. Als Kind, da dachte ich, dass so in den Magneten, ja, so rein physikalisch, so ein kleiner Geist drin ist oder so ein Zauberer. Und was denkst du jetzt drüber? Eigentlich gar nichts. Also ich habe einfach mich daran gewöhnt, genau wie an die Schwerkraft. Also siehst du da, zum Beispiel, da kleckert's und da drüben rinnt Farbe nach unten. Genau, da kann man nämlich die Schwerkraft wirken sehen. Aha. Aber ist Schwerkraft denn schon Geist bei deinem Schelling oder wie der jetzt heißt? Nicht ganz so direkt. Mhm. Na, also, aber zusammen mit ihrem Gegenteil, dem Licht, ja, also die zusammenziehende Schwere und das ausstrahlende Licht, das ist ein ständiges Hemmen und Streben. Hemmen und Streben. Ein bisschen langsamer, sonst komme ich mit den Händen nicht hinterher. In der Natur ist es noch unbewusst, ja, aber im Menschen kommt es dann zur Vernunft und zur Freiheit, also ein sich selbst anschauendes Kräftespiel, gipfelnd in der Vernunft. Beim Gipfel musst du aber so nach oben gehen. So. Noch höher? Noch höher, noch höher, ja dann. Noch höher in der Kunst. Mir ist schwindelig. Also die Kunst noch höher als die Vernunft. Mhm. Das hätte den Künstlern damals bestimmt gefallen. Also. Ja, das ist zumindest Goethe, ja? Der Goethe hat gesagt, dass der Schelling der einzig lohnenswerte Philosoph seiner Zeit sei.
Na, Herr Goethe hat viel gesagt. Na, er hat auch gemalt und gezeichnet und so kleine Landschaften, also so richtig, aber nicht so ein Krickelkrackel wie jetzt hier Das ist so. nicht nur Krickelkrackel, das ist. So eine Art Bewegungsprotokoll, oder wie würdest du das jetzt nennen? Der große Josef Beuys hätte es nicht besser sagen können. Wie bitte? Der große Josef Beuys hätte es nicht besser sagen können. Ach. Guck mal, hier, dieses riesige Blau, das ist geil, wie das alles in sich so hineinzieht. Also, da möchte man geradezu hineinfliegen. Geh nicht so nah dran, weil sonst wirst du vielleicht. Vom großen blauen Geist verschluckt? Nee, ich dachte eher an die Alarmanlage. Oh,